gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus den Waben-Duetten. Es ist ein Werk der jungen Komponistin Elisabeth Fußeder aus München und wurde im Jahr 2022 geschaffen und uraufgeführt. Ich bin Miriam und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts Pottwahl 52. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. An dieser Stelle darf ich mich auch gleich bei den Studis von der Musikhochschule Mainz bedanken, denn dieses Format ist dort entstanden und ich durfte mir für diese Folge quasi den Podcast ausleihen. Wir werden heute zusammen in die faszinierende Welt der experimentellen Kompositionen eintauchen. Und in dieser Episode wird es sich um dieses außergewöhnliche Stück mit dem Titel Wabenduette drehen. Aber bevor wir tiefer in die Analyse eintauchen, lasst uns zunächst etwas mehr über die Hintergründe erfahren. Honig. Nachdem sie aus der Heimat mich getrieben, auf meiner langen Flucht und bitteren Fahrt, ein Glas mit Honig hab ich mir gespart. So viel an Heimat ist mir noch geblieben. Ich öffne's nur, dann steigt ein Duft empor von tausend Blüten, ja, von tausend Bäumen, und Bienen summen wie aus bunten Träumen aus allen grauen Ecken rings hervor. Es ist noch Winter in der weiten Flur. Ihr Bienen, hütet euch vor frühem Schwärmen. Lasst euch die Sonne noch die Pelze wärmen. Ihr sammelt süßes Heil im Honig nur, wenn rötlich-weiß die Pflaumenäste blühen und goldene Primeln leuchten auf im Grün. Ja, das muss man erstmal kurz auf sich wirken lassen, finde ich. Dieses Sonett mit dem Titel Honig stammt von einem deutschen Schriftsteller namens Albrecht Haushofer. Das ist für uns interessant zu wissen, weil dieses Sonett die Grundinspiration für die Wabenduette geliefert hat und zum Teil auch in der Komposition wieder vorkommen wird. Zuerst möchte ich aber noch etwas über den Autor des Sonetts erzählen, nämlich Albrecht Haushofer. Albrecht Haushofer war ein Schriftsteller und ein Publizist im frühen 20. Jahrhundert. Er ist 1903 in München geboren und er war schon sehr früh politisch aktiv und interessiert. Später kämpfte er dann im Widerstand gegen den Nationalsozialismus und wurde darum auch, als er sich vor den Nazis verstecken musste, entdeckt, dann inhaftiert und schließlich auch kurz vor der Befreiung Berlins 1945 ermordet. Während seiner Gefangenschaft in Berlin-Moabit entstanden die berühmten Moabit-Sonette. Das sind 80 Sonette, die er heimlich während seiner Inhaftierung verfasst hat und die glücklicherweise auch noch alle erhalten sind. Und darunter ist eben auch das Sonett Honig. Ich finde, das Sonett Honig erweckt heimatliche Erinnerungen, die eben durch das Öffnen dieses Honigglases hervorgerufen werden. Und es scheint für mich so, als würde alles Glück der Erde und alle schönen Erinnerungen Haushofers in diesem kleinen goldenen Honigglas stecken. Ja, trotzdem schwingt vor diesem Hintergrund natürlich aber auch eine tiefe Melancholie und eine Sehnsucht nach der Heimat mit. Dennoch schafft es Haushofer, mit seinen Worten und seiner Metaphorik diese schönen Bilder zu zeichnen, so auch im Besonderen über die Bienen zum Beispiel. Und Bienen summen wie aus bunten Träumen aus allen grauen Ecken rings hervor. Oder auch, lasst euch die Sonne noch die Pelze wärmen, ihr sammelt süßes Heil im Honig nur. Und hiermit können wir dann auch die Brücke schlagen zu den Wabenduetten. Das, was ihr da gerade gehört habt, das war weder ein Haufen quakender Enten noch eine Herde an Pinguinen. Nein, das war ein Ruf einer Bienenkönigin. Das Geräusch entsteht durch Flügelschläge, die die Luft außenrum in Schwingung versetzen. Das ist tatsächlich sogar für das bloße Ohr hörbar. Ja, und damit möchte ich euch auf einen kurzen Exkurs in die Welt der Bienen mitnehmen.
Denn die Komponistin orientierte sich nicht nur an den Themen des Sonetts, sondern auch an den Geräuschen und an der Struktur eines Bienenschwarms. Die Bienenköniginnen produzieren diese Geräusche einerseits vor dem Schlüpfen, um ihre Arbeiterbienen zu Hilfe zu holen, damit sie den Deckel der Weiselzelle, in der die Bienenkönigin herangezüchtet wurde, beziehungsweise der Wabe, öffnen können, was die Königin nicht selbst schafft. Zum anderen dient es aber auch dazu, um die Konkurrenz, die in den anderen Waben herangezogen wurde, auszuschalten. In einem Bienenschwarm wird nämlich niemals nur eine einzige Bienenkönigin herangezüchtet, sondern immer mehrere, um das Überleben des Schwarmes zu sichern. Schlüpfen allerdings zwei Bienenköniginnen, so gibt es entweder eine Teilung des Bienenschwarms, bei dem der eine Teil ausschwärmt, oder die Jungköniginnen werden von der alten Königin erstochen. Es gibt auf jeden Fall immer ein Duell zwischen den Königinnen, da jeder Schwarm nur eine Königin haben kann. Das alles ist ein wichtiges Hintergrundwissen zu den Wabenduetten, denn die Komponistin versucht genau dieses Geräusch, den Ruf der Königinnen, in ihrer Komposition nachzuahmen. Ich finde, dass das besonders deutlich in der Klarinette zum Vorschein kommt, da die Klangfarbe von der Klarinette und von diesem Bienenköniginnenruf sich sehr ähnelt. Auch versucht die Komponistin natürlich, das ständige Summen und das Schwirren in ihre Komposition einfließen zu lassen. Die gesamte Komposition orientiert sich also an den Bienen, sowohl im Aufbau und in der Struktur, aber eben auch in diesen nachgeahmten Geräuschen der Bienen, das Fußeder durch ganz verschiedene Mittel und Komponenten in der Komposition erreicht. Diese Geräusche spielen eine entscheidende Rolle im Leben eines Bienenschwarms und die Komponistin hat versucht, sie in ihrer Musik einzufangen. Ja, wie genau sie das umgesetzt hat, das werden wir jetzt gleich tiefer analysieren. Nach dem ganzen Natur- und Bienen-Background möchte ich vor diesem Hintergrund aber zuerst mal noch auf den Titel des Stückes genauer eingehen, die Wabenduette. Das haben wir jetzt schon öfter gehört. Und ja, Wabe ist klar, das ist das Wachskonstrukt der Bienen, das in dieser besonderen sechseckigen Form steht, in der die Bienenlarven herangezüchtet werden. Vielleicht habt ihr euch aber auch gefragt, warum es Duette heißt, wenn es doch eigentlich ein Sextett ist. Denn die Besetzung für die Wabenduette besteht aus sechs MusikerInnen. Klarinette, Sopran, Mezzosopran, Flügel, Violine und Violoncello. Ja, das hat folgenden Hintergrund, denn wie ich bereits erzählt habe, kann es in jedem Schwarm nur eine Königin geben. Es gibt also immer eine Art Duell zwischen der alten und der jungen Königin und genau hierauf wird Bezug genommen, indem sich immer zwei der sechs MusikerInnen zu einem Duo koppeln. Also es gibt dementsprechend je drei Duos und diese agieren sehr oft komplementär miteinander oder auch in einer Art Call-Response-Verhältnis. So zum Beispiel der Flügel und das Violoncello. Vielleicht habt ihr, wenn ihr genau hingehört habt, auch bemerkt, dass die Ziffer 6 häufiger ein Thema ist und dass ich sie in den letzten Minuten häufiger genannt habe. Und auch hier kann man ein spannendes Formschema entdecken, denn die Komponistin hat sich an dieser Zahl entlang gehangelt und ein Formschema nach der Ziffer 6 entwickelt. Das orientiert sich natürlich auch eben an der sechseckigen Wabe. Ja, es sind sechs MusikerInnen, das Stück ist in einem 6/8-Takt komponiert und das ist tatsächlich eher ein lustiger Funfact, denn mit dem bloßen Ohr oder nur mit dem Hören kann man das gar nicht unbedingt wahrnehmen, aber die Länge des Stückes beträgt 108 Takte und 108 ist eine Zahl, die durch 6 teilbar ist. Das sind so einige coole Facts, die man, wie gesagt, oft mit dem reinen Hören gar nicht unbedingt wahrnimmt, aber darum finde ich es umso cooler, das als Hintergrundwissen auch zu haben. Thank you.
Wir haben soeben mal in den Beginn der Wabenduette reingehört. Die ganze Komposition findet ihr übrigens ganz am Ende dieser Folge. Ihr könnt sie entweder schon im Voraus einmal anhören und dafür auf den jeweiligen Timestep klicken, der in der Infobox verlinkt ist, oder ihr hört es euch zum Ende dieser Folge an. Das bleibt ganz euch überlassen. Und dann kommen wir mal zu einer wichtigen Frage, wie ich finde. Wie schafft die Komponistin es, die Klänge der Bienen in ihrer Komposition umzusetzen? Sie benutzt dafür verschiedene Parameter. Zum einen kommen in der Komposition besondere Spieltechniken vor. Ganz besonders auffällig und sofort hörbar sind dabei die ganzen Triller und Tremoli, genau wie gleich zu Beginn des Stückes, wie eben gehört. Die Triller und Tremoli, die bilden so eine Art Motiv, die durch den gesamten Verlauf des Stückes immer wieder oder eigentlich durchgehend hörbar sind und die nach und nach in verschiedenen Tonhöhen eher nach oben steigend von allen Instrumenten übernommen werden. Ich finde gerade die beiden Einstiegstakte ganz zu Beginn, die können als ein erkennbar wiederkehrendes Klangereignis wahrgenommen werden. Das Stück lässt sich dadurch ganz gut in verschiedene Abschnitte unterteilen, die immer mit diesen zwei Takten eröffnet werden. Ich empfinde das beim Hören als strukturgebend und es ist wie ein gewisses Kommen und Gehen, finde ich. Elemente kommen zusammen und entfernen sich. Da muss ich auch sagen, das finde ich ein total starkes Bild, denn sicherlich wisst ihr auch, dass Bienenschwärme wirklich unglaublich gut organisiert und strukturiert sind. Da haben alle ihre Aufgabe. Und auch wenn das gar nicht so scheinen mag in dem ganzen Getümmel an Bienen, die durcheinander schwirren, gibt es doch eine sehr feste Struktur, sodass dieser Schwarm, ja, dass da alles funktioniert. Und diese Eigenschaft, die konnte ich auch in den Wabenduetten wiedererkennen. Trotzdem bleiben die Grenzen natürlich sehr fluide. Also gerade nur beim Hören, wenn man die Noten gar nicht vor sich hat, finde ich es doch auch schwer, verschiedene Abschnitte zu manifestieren. Es ist eher doch ein Gesamtguss. Ja, ein weiterer Bestandteil, auf den ich eingehen will, sind natürlich die Singstimmen in diesem Stück, die wir auch eben in dem Hörbeispiel schon gehört haben. Und hier gibt es dann auch mal einen Rückbezug zum Beginn der Folge, denn vielleicht habt ihr euch auch gefragt, was denn jetzt eigentlich mit diesem Sonett passiert ist, außer dass daraus eben die Inspiration zu den Bienen entstanden ist. Und die Antwort, die findet man in den beiden Gesangsstimmen. Die beiden Sängerinnen singen vereinzelte Worte aus dem Sonett Honig und fokussieren sich dabei überwiegend auf die Konsonanten der Wörter, sodass eigentlich hauptsächlich verschiedene Zischlaute entstehen und man gar nicht wirklich die einzelnen Wörter verstehen kann. Man nimmt als Hörerin hauptsächlich das Zischen und das Schwirren der Konsonanten wahr, also zum Beispiel ein stimmhaftes W, ein S oder auch ein stimmhaftes J. Aus gesangstechnischer Sicht kann ich dazu auch noch sagen, dass das gar nicht so leicht ist, gerade ab einer bestimmten Tonhöhe. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja mal zu Hause ausprobieren, auf einem bestimmten Ton einen stimmhaften Konsonanten zu singen, beispielsweise ein J oder ein W, und dann in immer höher werdenden Tonskalen das zu versuchen. Und ihr werdet merken, dass ab einer bestimmten Tonhöhe meistens nicht mehr sehr viel Ton rauskommt. Das ist vermutlich tatsächlich auch ein Grund, warum man in der Aufnahme oft sowohl die Wörter nicht allzu gut verstehen kann, als auch insbesondere den Sopran, der am Schluss in einer relativ hohen Lage ist, leider nicht mehr so gut erkennen kann. Die Sängerinnen steigen immer abwechselnd ein. Man könnte sagen, in kanonischer Art, oder vielleicht kann man es auch eher so als ein einander ins Wort fallen wahrnehmen. Und sie tun das übrigens auch in einem ganz bestimmten Tonabstand. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an den Teil, als ich das mit dem Rückbezug und der Ziffer 6 und dem immer wiederkehrenden Formschema genannt habe. Und auch hier kommt das wieder vor, denn sie bewegen sich immer in einem Abstand einer Sechste. Ja, also auch hier können wir wieder diesen Rückbezug auf die sechseckige Wabenform und auf die Ziffer 6 und dieses Formschema erkennen. Fußeder schreibt in ihrem Vorwort außerdem sehr konkrete Spielanweisungen für alle MusikerInnen nieder. Und für die Sängerinnen lauten diese zum Beispiel: Die Tonhöhen der Singstimmen sind stets unregelmäßig. Sie sollen in einem Ambitus von circa einer kleinen Sekunde um den notierten Ton herum schwanken, unregelmäßig oszillieren. Und damit kommen wir auch zu einem weiteren wichtigen Parameter, das die Komponistin für ihre Komposition verwendet, der Mikrotonalität.
Die Mikrotonalität ist ein sehr wichtiges Tool, gerade in der experimentellen und aktuellen Musik, und arbeitet zum Beispiel eben viel mit Vierteltönen. Und gerade auch hier in dieser Komposition leistet das natürlich einen super großen Beitrag zu dem Klangideal eines nachgeahmten Bienenschwarms. Besonders interessant finde ich auch, dass zwei der Instrumente in dem Stück vor dem Spielen präpariert werden, und zwar mit einer Alufolie und mit einem sogenannten E-Bow. Für alle, die, wie ich, vor der Recherche für diesen Podcast noch nie von einem E-Bow gehört haben, werde ich kurz eine Erklärung dazu abgeben. Der E-Bow ist ein Tool, das eigentlich für E-Gitarren verwendet wird. Und der kann eine Saite durch elektromagnetische Spannung in Schwingung versetzen, sodass dann ein lang anhaltender und gleichmäßiger Ton erzeugt wird. Die Komponistin hat diesen E-Bow für den Flügel angewendet und das klingt dann ungefähr so. Wie ihr gerade gehört habt, braucht der E-Bow einen kurzen Moment, bis die Saite tatsächlich einschwingt. Aber relativ schnell entsteht dann dieser sehr gleichmäßige, fast elektronisch klingende Ton, der sich das komplette Stück lang zieht. Etwa zur Mitte des Stückes wird dann zusätzlich noch ein Stück Alufolie verwendet, die an die vom E-Bow in Schwingung versetzte Saite gehalten wird. Auch dadurch entsteht nochmal ein ganz besonderer Sound, den ihr jetzt gleich hören könnt. Durch all diese teils kleinen und feinen Mittel schafft die Komponistin aber eine Klangwelt, bei der man sich tatsächlich einen Bienenschwarm vor seinem inneren Auge vorstellen kann, finde ich. Und wir erleben in diesem kompletten Stück wirklich eine ständige Transformation, dieses ständige Schwirren in den metrischen und auch tonalen Zwischenräumen. Im Verlauf der Komposition werden alle diese Elemente immer intensiver, sie lagern teilweise übereinander, sie werden stetig höher. Und auch die gesungenen Worte, die werden immer konsonantreicher, bis schließlich dann am Ende nur noch das stimmhafte S übrig bleibt. Im letzten Abschnitt dann gegen Ende steigt der gesamte Tonraum von dem Stück wirklich in einem notierten Accelerando rasant in die Höhe, wird sogar richtig schrill. Und das Bild, das ich dazu habe, ist, dass der Schwarm nun anfängt zu schwärmen und sich dann teilt zu zwei Bienenschwärmen. Ganz das Ende der Komposition ist dann ein nach oben gehendes, flinkes Glissando der beiden Streichinstrumente. Schwupps, ist auch die letzte Biene ausgeflogen. Das ist meine Assoziation gewesen, aber wie seht ihr das denn? Ja, abschließend möchte ich mich bei euch dafür bedanken, dass ihr diesem Podcast bis hierher gefolgt seid. Ich hoffe, ich konnte euch einen umfassenden Einblick in diese Komposition und vielleicht ja sogar auch einen neuen Blick auf experimentelle Musik bieten. Mir hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die diese Produktion ermöglicht haben, die diesen Podcast ins Leben gerufen haben, und schaut gerne in die Infobox, dort könnt ihr noch weitere Informationen und Links zu dieser Folge finden, sowie auch weitere Episoden von diesem Format, und damit verabschiede ich mich. Ja, macht's gut, hört mal wieder rein, und zum Abschluss hören wir jetzt die Wabenduette von Elisabeth Fußeder. Lasst euch von dieser Musik inspirieren und ja, taucht ein in die faszinierende Welt der Bienenklänge.